Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jürgen Rinelli und ich bin Senior Software Consultant. Heute will ich mich mit einem Thema beschäftigen, das so ziemlich jeden heutzutage beschäftigt. NIS 2. Und ich will in einfachen Schritten zeigen, was NIS 2 ausmacht, was die wesentlichen Komponenten sind und wie ihr mit Endpoint Central genau diese Komponenten alle erfüllen könnt. Also viel Spaß dabei. Erst einmal ein paar Worte über NIS 2 Compliance. Die 2016 von der Europäischen Union eingeführte Richtlinie über Netz- und Informationssicherheit war ein damals bahnbrechender Schritt zur Verbesserung der Sicherheit und Widerstandsfähigkeit kritischer Infrastrukturen in den Mitgliedstaaten. Ziel war es damals, die wachsenden Cybersicherheitsrisiken von wichtigen Diensten und digitalen Serviceanbietern anzugehen. Ja, da sich jedoch Cyberbedrohungen sowohl in der Raffinesse als auch in der Frequenz weiterentwickelt haben, wurde die Notwendigkeit eines robusteren und expansiveren Ansatzes deutlich. Die IT-Infrastruktur ist zunehmend auf vernetzte digitale Technologien angewiesen, sodass Lücken, die die ursprüngliche Richtlinie nicht vollständig angehen konnte, offen geblieben sind. Hier ist jetzt NIS 2 eine umfassendere und aktualisiertere Richtlinie, die die Cybersicherheitsstandards verbessern, bestehende Schlupflöcher schließen und eine breitere Palette von Sektoren und Branchen abdecken soll. Warum ist NIS 2 Compliance überhaupt kritisch? Die Nichtbegleichung von NIS 2 ist mehr als nur ein Rechtsverstoß. Es öffnet Tür für lähmende Geldstrafen und macht ihre Organisation anfällig für katastrophale Betriebsstörungen. Und das sind Geldstrafen von bis zu 10 Millionen Euro oder 2% des globalen Umsatzes drin. Ja, je nach Betriebszugehörigkeit, je nach Wichtigkeit, Kritikalität des Unternehmens. Aber es geht auch nicht nur um Geldstrafen. Nicht-Compliance bringt den Ruf, Kundenvertrauen und die Geschäftskontinuität aufs Spiel. Mit Cyberangriffen auf Gesundheitsversorgung, Energie, Finanzen und andere kritische Sektoren könnte ein Verstoß ihre gesamten Operationen zerstören und ihre Glaubwürdigkeit dauerhaft schädigen. Ja, wie kann Endpoint Central jetzt ihre Organisation für NIS 2 Compliance vorbereiten? Endpoint Central ermöglicht es ihrem Unternehmen, die strengen Anforderungen von NIS 2 nahtlos zu erfüllen, indem es Prozesse automatisiert, die Sicherheit stärkt und die Verwaltung sicherstellt. So haben sie zum Beispiel vollständige Transparenz und Kontrolle über ihre Endpunkte mit fortschrittlichen Sicherheitstools wie Data Loss Prevention und Anti-Ransomware, die rund um die Uhr arbeiten, um ihre Systeme zu schützen. Reagieren Sie schneller auf Bedrohungen mit Echtzeit-Vorfallswarnungen. Setzen Sie Systeme in Quarantäne mit einem einzigen Klick und gewinnen Sie kritische Daten durch automatisierte, sichere Backups zurück. Wenn es um Schwachstellen geht, sind Sie immer einen Schritt voraus. Endpoint Central bewertet kontinuierlich Risiken, priorisiert automatisch Bedrohungen basierend auf der Schwere und stellt sicher, dass Patches schnell eingesetzt werden können. Verwenden Sie detaillierte Prüfwerkzeuge und Dashboards, um Verwaltungs- oder Risiko- und Compliance-Bedürfnisse zu erfüllen, einschließlich Schwachstelleneinblicke und Patch-Compliance-Berichte. Mit eingebauten Cyber-Auditing-Praktiken kann Ihr System Sicherheitsmaßnahmen wie Verschlüsselung und rollenbasierter Zugang mühelos durchsetzen und jeden Tag eine sichere, konforme Umgebung gewährleisten. Müssen Sie Vermögenswerte im Auge behalten? Unser Asset Management bietet einen vollständigen Bestand Ihrer Hard- und Software, sodass Sie jederzeit auditbereit bleiben.
Durch die fortschrittliche Durchsetzung der Richtlinien, die Auditmöglichkeiten und das Incident Management unterstützt Endpoint Central die Einhaltung sowohl kritischer als auch wichtiger Sektoren, um sicherzustellen, dass Ihre IT-Umgebung immer NIS2-fähig ist. Und jetzt zeige ich euch, wie das am besten ausschaut im Endpoint Central und stelle dann auch die einzelnen Punkte gleich nochmal vor. Wir befinden uns hier in der Oberfläche von Endpoint Central. Endpoint Central ist ein agentbasierendes System und ich kann damit verwalten Windows, Linux und Mac-Systeme. Ich kann nicht nur die OSs patchen, ich kann auch Third-Party-Patches hier ausrollen. Und ich habe natürlich auch die Möglichkeit, Software auszurollen. Ich möchte euch aber jetzt ganz kurz auch zeigen, so ein paar so Punkte, wo Endpoint Central eben hilft. Ja, Sicherheit der Informationssysteme. Endpoint Central kann seine Endpunkt-Sicherheitsfunktionen wie Endpoint DLP, Browser-Sicherheit, risikobasiertes Threats und Patch-Management, Next-Gen-Antivirus und Anti-Ransomware und mobile Sicherheitsfunktionen nutzen. Und Endpoint Central kann auch Peripheriegeräte beim Zugriff auf die Informationssysteme einschränken oder verwalten. Ja, mit welchen Tools geht das? Ich zeige einfach nur kurz, wie das ausschaut. Da haben wir einerseits hier das Device Control, womit ich die Zugriffsrechte der Peripheriegeräte einschränken kann. Da arbeitet man mit Policies. Ich habe hier die Möglichkeit, Trusted Device Gruppen zu bauen für alle möglichen Arten der Device Gruppen. Und dann rollt man das Ganze einfach aus Windows oder Mac. Das funktioniert auf beiden Systemen. Removable Storage Devices zum Beispiel, ja, Allow Trusted Devices nur und File Shadowing Settings, File Access und eben auch Allow BitLocker. Also nur Allow BitLocker Encrypted Devices. Mit temporären Access-Anfragen etc. und umfangreichen Insights und Reports. Das andere war Endpoint Data Loss Prevention. Natürlich müssen wir auch den Datenabfluss irgendwo im Auge behalten, sagen wir es einmal so. Hier haben wir die Datenklassifikationen. Das ist ganz einfach zu erstellen, dass ich hier einfach schon einmal schau, was gibt es überhaupt, German Bankkontonummern und Passportnummern und solche Sachen. Oder man erstellt eigene Rules, Regex, Keyword Matching, Document Matching und File Extensions. Und das Ganze lässt sich dann gruppenbasierend dann auch wieder ausrollen mit einer ganz einfachen Art, das übersichtlich zu definieren. Ich habe hier File Access mit einem Audit oder nur Trusted Applications, ja, Screen Capture erlauben, nur welcher E-Mail-Client ist erlaubt und solche Sachen. Und dann gibt es natürlich hier auch die Sensitive E-Mail Audits, File Audits, Override Audits und in einem Dashboard hätte ich das Ganze dann auch gleich in einem Blick. Ja, und als nächstes haben wir noch natürlich, Browsers, ja, die muss man auch entsprechend absichern. Und da habe ich hier, ja, ich kann über Policies gehen, ich kann die Add-ons managen, also Add-ons mitverteilen oder auch deinstallieren lassen. Ich habe hier eine Threat Prevention, Data Leak Prevention, auch nochmal Download, Filter. Ich kann die Browsers entsprechend konfigurieren. Das läuft auf Windows und Mac. Ja, unterschiedliche Browser werden unterstützt. Wie schaut das aus für einen Chrome zum Beispiel? Ja, dass ich hier ja, Proxy, Bookmark Manager, Default Browser Settings und eben ganz viele andere Sachen zum Einrichten mehr. Ja, es gibt einen Browser Rerouting, Java Manager und Compliance Übersichten, die ich brauche und natürlich auch viele Berichte mit durch unterschiedliche Insights und natürlich mein Dashboard. Als nächsten Punkt haben wir noch die Malware Protection, Ransomware, Next-Gen Antivirus Engine. Auch die Möglichkeit habe ich übers Endpoint Central.
Malware Protection. Ja, das, wie sieht das aus? Das sieht hier zum Beispiel, ich habe meine Inzidenz, ich kann mir das anschauen, auf was für ein System ist das, habe ein Summary, habe die Alerts, wie oft. Ich habe hier auch einen kompletten Baum, eine komplette Übersicht, kann mir alles recherchieren und habe hier auch die Verknüpfungen zu VirusTotal, um mir genauere Übersichten, Überblicke zu verschaffen über das erkannte Ransomware. Ist das ein False Positive, ein True Positive? Entsprechend kann ich das konfigurieren und die inkludierten Backup-Lösungen, die dann mit dem Microsoft Volume Schattenkopiedienst zusammenarbeitet, ermöglichen auch ein Wiederherstellen, wenn so eine Ransomware, eine Datei mit Ransomware infiziert ist. Dann, ich habe natürlich auch meine Devices, meine Übersichten und es gibt hier auch ein Next-Gen-Antivirus, was mir noch mehr Möglichkeiten bieten würde. Was natürlich bei sowas absolut ein Muss ist, ja, dass ich, wenn ich einen Alert habe, wenn ich ein System mit einer Unresolved Incident habe, dass ich draufschauen kann. Also ich gehe mal da drauf, ich sehe, okay, die zwei Systeme haben es. Ich kann die Systeme sofort, wenn ich will, in Netzwerkquarantäne schicken und damit mein Unternehmen schützen, solange bis ich entsprechend dann über die forensischen Fähigkeiten dieses Tools erkannt habe, ist es echt oder falsch und kann das Ganze dann auch beheben und hierüber natürlich die Systeme gleich wieder anblocken. Das ist instant, das geht sofort. Application Control, das ist so der Weg, wie ich auf eine strikte Whitelist hinarbeite. Also nur die Applikationen, die ich freigebe, dürfen laufen, nichts anders läuft. Und auch das lässt sich hier ganz einfach einstellen. Einfach eine Application Group bauen, Windows oder Mac, also eine Allow-List oder eine Blocklist, beides, ja, und dann das Ganze verteilen auf die Systeme. Und da kann ich dann einen Audit-Modus wählen oder dann auch einen Strict-Modus, wenn ich keine Unmanaged Apps sozusagen mehr habe. Auch hier ein Just-in-Time-Access ist möglich. Ich erlaube einem bestimmten Mitarbeiter auf einem bestimmten System für ein bestimmtes Zeitfenster die Applikationen. Ja, und natürlich gibt es dann auch wieder entsprechende Übersichten über die Dashboards und übers Reporting. Und was ich hier auch mitgeben kann, was ich machen kann, ist das Privileged Management. Ich soll ja keine Lokaladmins haben oder so wenig wie möglich, ja, nur die notwendigen Leute. Ja, und Applikationen, die fürs Ausführen Lokaladmin-Rechte benötigen, ja, diesen Applikationen kann ich hierüber sogar diese Rechte mitgeben. Ganz einfach. Und dann entferne ich auf den Systemen, wenn ich möchte, dann auch die lokalen Admins. Und übers Mobile Device Management, übers Modern Management, dann kann ich natürlich auch zusätzliche Sicherheitsfunktionen einführen. Also ich kann hier ja nicht nur die Laptops, nicht nur Windows-Geräte oder Apple-Geräte enrollen. Ich kann Android enrollen oder auch Chrome. Ja, und ich kann über ein Modern Management auch auf Laptops zum Beispiel Profile verteilen, kann Kiosk-Modus ermöglichen, System Wipes durchführen. Ich kann Bring Your Own Device oder Supervised Devices abbilden. Hier auch die Apps automatisch updaten lassen oder über Profile, über das Management, über Profile, die für iOS, Android, Windows, Chrome, macOS und tvOS möglich sind, ja, einfache Dinge erledigen, also Dinge erlauben oder halt eben auch untersagen. Sogar OEM-Konfigurationen sind möglich. Passcodes, hier diese Sicherheit des Zugriffs regeln. Ich kann Wi-Fi-Profile mitgeben, Kiosk-Modus enablen, VPNs einrichten, ganz viel mehr. Und auch hierüber lässt sich ein Conditional Access einrichten. Ich habe auch die Möglichkeit eines, ja, bei bestimmten Gerätegruppen und Aufgaben ist es natürlich auch notwendig, ein gewisses Tracking zu haben. Auch das lässt sich etablieren. Und über ein umfangreiches Audit und auch Reports habe ich immer alles im Blick.
Selbst eine Fence Policy ist möglich. Das heißt, wenn ein Gerät ein bestimmtes Land verlässt oder einen gewissen Umkreis der Firma verlässt, ja, dass dann eine gewisse Aktion dann ausgeführt wird. Wipen oder irgendeine Nachricht zukommen lassen. Auf jeden Fall ein Alerting. Ha, und jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsbereich, Threads und Patches. Hier passiert das meiste im Automatismus, das, was mir am allermeisten Arbeit kostet und was die größten Sicherheitsrisiken im Unternehmen auch mit sind. Ja, Patches, Sicherheitslücken, die kann ich hier automatisiert schließen. Ich habe hier umfangreiche Dashboards, die mir alles auf einen Blick zeigen und auch natürlich immer gleich verlinkt sind. Ja, Vulnerabilities, Sicherheitskonfigurationen, Systemübersichten. Patches, ja, Missing Patches, welche Zeit seit dem Release ist schon vergangen? Ja, und dann kann ich mir die Patches entweder, ja, hier die Gewichtungen, die ich hier habe, ich kann sie hier manuell ausrollen. Ich kann sie aber auch automatisiert ausrollen im Unternehmen und kann sogar ein automatisches Test- und Freigabeszenario abbilden auf Key-User, auf Testsysteme. Und wenn diese Patches erfolgreich installiert worden sind, technisch, ja, dann und sich keiner weiter gemeldet hat für eine negative Rückmeldung zu dem Patch oder dem Verhalten der Software, ja, dann wird das automatisch freigegeben und ich roll das dann im Rest des Unternehmens aus. Ganz coole Geschichte. Und ja, was es mit den Threats natürlich auf sich hat, hier Software-Vulnerabilities, ja, mit den CVS-Scores. Hab das Ganze auch sehr übersichtlich mit Beschreibungen und Patch-Möglichkeiten. Detected CVEs. Ich kann das sortieren nach den entsprechenden Scores. Ja, CVS S3.0, Score 10. Ja, auf welchem System ist denn das? Raus damit! Installieren, patchen. Zero-Day-Vulnerabilities. Auch eine Übersicht über, was ist denn auf welchem System, welche CVEs sind Zero-Day-Schwachstellen. Und ja, Fixes. Ich kann das reparieren hierüber. Dann habe ich System-Misskonfigurationen. Auch hier wieder die Infos dazu, zu was ist denn das Ganze? Eine Beschreibung. Alles immer schön da und ich kann mir das Ganze dann auch natürlich besser ansehen, um die Systeme besser zu härten, kann es hierüber auch verteilen. Ich habe eine Übersicht über die High-Risk-Software. Keine Excel-Sheets mehr nötig, ich muss das nicht mehr manuell alles pflegen und nachschauen. Nein, ich habe hier automatisch durch die Agents, durch System erkannt, ja, welche Software ist wann expired, auf welchen Systemen und wann wird das nächste auslaufen. Peer-to-Peer und Remote-Desktop-Sharing, auch das habe ich hier automatisch mit aufgelistet. Webserver-Misskonfigurationen. Hierüber kann man nichts automatisch verteilen, aber es ist schön, die Info zu haben, auch mit den Risk-Evaluierungen. Und ich habe auch eine Resolution, das heißt, ich weiß, was ich tun müsste. Und das ist natürlich auch schöner in Kategorien einteilbar. Und ein Port-Audit. Ja, wer hat die richtigen Übersichten über welche Ports sind auf welchen Systemen offen? Ja, und hier hätte ich das als einfache Übersicht und über die Detailed View muss ich noch nicht mal mehr auf die Systeme einzeln draufgehen und nachschauen, was es für eine Software denn ist, die den Port will. Das habe ich hier in einer detaillierten Übersicht. Kommen wir zu den Compliances. Auch das ist im Endpoint Central, in der Security Edition komplett mit drin. Ich habe hier Built-in-Templates. Das sind diese CIS-Benchmarks, die offiziellen Benchmarks für Windows-Server-Systeme, für die Linux-Systeme, für Server, für Clients, ja, und Linux-Systeme natürlich auch. Und ich habe hier die Möglichkeit, diese Policies, diese Benchmarks auf meine Systeme auszurollen, kann das mehrfach ausführen und ich habe auch die Möglichkeit, das dann natürlich im Detail mir anzusehen. Dann habe ich hier so eine Overall Compliance und sehe hier auch bei jedem System, wo stehen wir denn? Ja, klar, wenn ich mir jetzt das anschaue, so bei
so einem Benchmark von 22%, dann dreht ein Auditor gleich wieder rum. Aber das Schöne ist, ich habe halt hier, wenn ich die einzelnen Berichte mir ansehe, nicht nur einfach eine rote Karte, die mir gegeben wird. Das heißt, dass ein Auditor meinetwegen kommt und sagt, das ist falsch, das muss erfüllt werden, das passt nicht. Nee, ich muss ja auch wissen, wie ich das behebe, ohne dass ich irgendwie ganz teure Leute einkaufen muss. Ja, ich habe hier die Fails-Sachen. Ja, dann klicke ich einfach doch mal drauf. Dann sehe ich ein Summary, ein Rational und vor allem, wie muss ich das beheben? Und ich kann alle diese Berichte exportieren. Und mit der Zeit, wenn ich daran arbeite, kriege ich meine Gesamtcompliance im Unternehmen zu diesen Benchmarks höher. Höher bedeutet sicherer. Systemquarantäne. Auch ein wesentlicher Punkt. Ich muss ja meine Systeme überwachen können. Das heißt auch sagen können, wenn ein Vulnerability erkannt ist mit einem Exploit Availability oder CVSS Value von above 8, ja, dann sofort Quarantäne, Block Network Access oder Only Intranet in Range oder was auch immer und eine automatische Notification. Und zu dem Ganzen gibt es natürlich umfangreiche Reports. Sowas wie vorgefertigte Executive Reports, Asset Summary, Threat Summary, Patch Summary, High Priority Reports, die man sich herunterladen kann, die man gescheduled automatisch zuschicken kann und es gibt einen Haufen vordefinierte Reports. Alles schon da. Auch die Richtlinien zu Verfahren von der Verwendung von Kryptographie und auch gegebenenfalls eine Verschlüsselung. Auch das kann ich hier über Endpoint Central bewerkstelligen. Hier gibt es das BitLocker Management und ich habe einerseits natürlich wieder wie überall meine Dashboards. Ich kann hier eine Policy definieren, kann die Systeme verschlüsseln, habe hier unterschiedliche Möglichkeiten und kann dann den Recovery Key hier sogar noch zusätzlich periodisch wechseln lassen, verändern lassen. Ich kann ihn hierüber retrieven und ich habe meine BitLocker Reports, TPM Reports und einen Haufen Insights natürlich auch. Was bei so einem Tool natürlich dann auch unabdingbar ist, ist die Sicherheit dieses Tools an und für sich. Ja? Also ich muss ja das Ding selber auch sichern. Und hier kann ich über Third-Party-Zertifikate die Kommunikation mit den Agents sichern und ich kann auch über einen Secure Gateway Server, den ich in die DMZ stelle, die Internetkommunikation sichern. Das heißt, ich muss den Server nicht direkt ins Internet freigeben. Und was ich mit dem Secure Gateway Server dann natürlich auch noch machen kann, ist, ich kann auch Systeme im Homeoffice komplett mit allen Funktionen bedienen, auch wenn ein VPN nicht verfügbar ist. Aber man muss die Systeme ja weiter irgendwo auch patchen können. Zusätzlich habe ich die User, die ich absichern kann, also die User in Form von Zugriff auf den Browser, ja, auf die Konsole über den Browser. Ich kann hier die User über eine AD-Authentifizierung hinzufügen oder lokale Authentifizierung und gibt denen Rollen, eine rollenbasierende Verwaltung. Ja, ein Patch-Manager zum Beispiel kann nichts anders machen, als zu patchen. Und ich kann denen dann zusätzlich noch nur definierte Bereiche, Remote Offices, also irgendwo Distant Locations zuweisen zur Verwaltung und könnte das Ganze sogar noch auf einzelne Gruppen runterbrechen. Rollen lassen sich natürlich auch eigene definieren und zwar sehr umfangreich. Was darf wer, wann, wo, wie? Und der Zugriff muss natürlich auch gesichert werden über eine Two-Factor-Authentifizierung. Das geht einerseits über E-Mail oder Authenticator-App. Zusätzliche Integrationsmöglichkeiten zu Service Desk Plus oder Helpdesk oder Jira, ServiceNow, Zendesk, Analytics, Threat Scanner Settings, Log360 und vieles mehr erweitern dann den Funktionsumfang zusätzlich. Ich habe dann auch sehr umfangreiche APIs, die mir weitere
Schnittstellen dann auch ermöglichen. Und diese sind auch sehr gut dokumentiert. Eine weitere Verwaltung der Systeme, ein Management der Systeme, geht über die Tools. Ich habe hier eine Remote Control, die mir auch ermöglicht, wenn ich einen Terminal Server habe, in einzelne Terminal Sessions hineinzugehen. Ich habe System Manager, der mir auch ermöglicht, im Hintergrund zum Beispiel auf die Prozesse, die aktiven, zuzugreifen. Ich kann die dann einzeln hier auch killen. Ich kann die Starterprogramme verwalten. Ich kann die Tasks verwalten. Alles immer noch mit zusätzlichen Actions versehen. Computer Renaming, Services. Ich habe einen Überblick auf dem System sofort, was für Dienste sind dort installiert, in welchem Modus und mit welchem Logon-User. Und wenn mir da was nicht passt oder was nicht stimmt, kann ich das hier auch verändern. Ich habe Command Prompt, PowerShell, Reg Editor, viele, viele Dinge, die mir die Verwaltung der Geräte hierüber über dasselbe Tool ermöglichen. Ein Remote Shutdown mit Aktionen, Lock Off oder Standby, ich kann das Ganze schedulen. Wake on LAN, auch das lässt sich etablieren hier im Endpoint Central und das Ganze lässt sich auch schedulen. Und was ganz wichtig ist, im Notfall, wenn irgendwas ist, muss ich mich ja auch mit den Mitarbeitern in Verbindung setzen können. Dann habe ich hier die Möglichkeit, eben über einen Chat zu gehen oder auch einen Voice Call oder auch einen Video Call. Das kann ich alles hier über den Agent etablieren und kann die Mitarbeiter informieren. Über Announcements kann ich auf die Computer, userbasierend oder computerbasierend, Mitteilungen verschicken. Wir sind gerade offline aus dem und dem Grund, Wartungsarbeiten, bla bla bla. Oder bitte beachtet, es ist gerade eine neue Spamware-Attacke unterwegs. Aber man kann das Ganze öfter verschicken, man kann das auf bestimmte Remote Offices, Domänen oder Computer schlüsseln. Und über die System Tools kann ich dann auch zusätzlich noch Datenmüll beseitigen. Das heißt, hier einfach entsprechende Cleanups durchführen. Das Ganze über Trigger versehen und Konditionen, die ich hier auch mitgeben kann. Das war's dann auch schon für heute. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen die Unsicherheit nehmen und euch zeigen, dass Endpoint Central eine der sicher mehreren Lösungen, die es auf dem Markt gibt, ist, die euch bei der NIS 2 Compliance unterstützt und Druck rausnimmt. Danke und bis zum nächsten Mal. Thank you.